Ja, ihr seid jetzt hier in der Heppelstadt Wesselbuhren. Und zwar liegt das so in der Nähe von Büsum. Also wir machen hier seit 17 Jahren die Eierkrog-Seminare. Wir haben ja hier eine wunderschöne Bahnanbindung über Heide, Heide-Büsum. Durch die schöne Märsch fahren mit der Nordbahn, das ist auch ein Highlight. Ja, nochmal herzliches Moin Moin. Moin Moin. Moin Moin. Klein bisschen gemütlich. Das Rezept habe ich im Kopf, aber das kriegen auch unsere Gäste mit. Es ist auch noch auf dem Diplom beschrieben. So, jetzt kommen wir mal dazu, was gehört hier zu einem Eierkrog. Ein 0,2 Liter Glas, ein Teelöffel. Vorbereitet haben Renate und Frau da hinten schon mal ein Ei, Gelb und Zucker. Rum und kochendes Wasser. Und so kriegen wir den Bäcker auf den Tisch und er wird gerührt. Also bitte kreisen rühren. Kreise. So. Immer schön rum. Ja? Aber bitte nicht den Bäcker auch so halten und sagen, du hast doch dafür so gezeigt. Nein. Ich rühre mit, genau wie die Gäste auch, und ich trinke auch meinen Eierkrog mit. Und wir haben ja auch zum Glück nur eine Veranstaltung am Tag, also dann ist das nicht ganz so schlimm. So, jetzt kommen wir mit dem Rum rum. Also bei uns ist noch keiner besoffen aus dem Haus gegangen. Bei uns ist noch keiner durchgefallen. Und wo ich ganz stolz drauf bin, wir haben die ganzen 17 Jahre noch keinen Notarzt vor der Tür gehabt. Und da bin ich ganz stolz drauf. Also Buren, den 8. November 2019. Und herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für euch. Dankeschön. Und jetzt kommst du diplomiert nach Hause. Und jetzt würde ich mal mit meinem Chef reden, eventuell wegen einer Gehaltserhöhung. Ja, Dankeschön.